Hallo zusammen. Heute bin ich live und zwar mit dem lieben Justus. Jetzt warten wir mal eine Sekunde, bis der Justus dazukommt. Wir werden heute ein bisschen über den Justus sprechen und was er für für eine Beziehung zu einem Buch hat, was er über Bücher denkt, was er für eine Meinung darüber hat. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt hole ich den Justus mal mit dazu. Vorstellen. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, weil der Justus jede Menge zu erzählen hat. Hallo! Hallo! Sehr ja, gut! Schön, dass es klappt. Ach, herrlich. Es klappt hervorragend. Mega gut. Ich freue mich riesig. Ja, ich mich erst. Herrlich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Total schön, dass wir jetzt uns auch noch länger unterhalten können. Toll. Das stimmt. Sehr schön. Wir sind auch schon ein paar Leute. Justus, stell dich doch einmal bitte kurz vor, falls jemand noch dabei ist, der dich nicht kennen sollte. Ändert sich das jetzt? Genau. Ja, schon. Tolles und ganz viele sind da. Bärbel sehe ich. Ach, herrlich. Wundervoll. Mauti. Sehr schön. Alle begrüßen dich. Ja. Ja, ah, super. Genau, ich bin Justus und bin 24 Jahre alt, bin sehbehindert, sehe 20% auf dem besseren Auge mit Hilfsmitteln und studiere Mediendesign dual. Darüber sprechen wir, glaube ich, nachher auch noch, möglicherweise. Und ansonsten bin ich aus Dresden ursprünglich und wenn ich nicht in Dresden bin, dort arbeite im dualen Studium, dann bin ich am Bodensee in Ravensburg und bin da hier in der Hochschule und so sieht es bei mir aus, das zu mir und ja, so, so bin Sehr ich. Gut. Super. Ganz kurz darf ich dich fragen, ich weiß, dass du fotografierst, wie du dazu kommen bist, weil ich so eine spannende Geschichte finde. Vielleicht magst du einen kurzen Schlenkerer darüber machen, auch wenn es nicht um Bücher geht, aber zumindest, dass man es einfach nochmal hört, weil ich es einfach so gern höre. Nee, es kam eigentlich witzigerweise auch durch die Sehbehinderung, weil ich in der Schulzeit auch durch meine Sehbehinderung alles digital mitgeschrieben habe, schon in der 6., 7. Klasse und auch immer damals noch die Kompaktkamera dabei hatte. Das heißt, schon fotografisch ausgerüstet war damals, um loszulegen. Und so kam das, dass ich einfach auch durch ein Schulprojekt eigentlich dann fotografiert habe in der 7. Klasse, angefangen habe vor 11 Jahren und so bin ich da reingerutscht und dadurch, dass ich die Kamera dabei hatte, lag es auf der Hand, dass ich fotografiere dann und das habe ich dann fortgeführt, sehr, sehr gern und ganz große Begeisterung darin gefunden, indem ich da eigentlich in Deutsch war das ein Schulprojekt, wo wir auch was fotografieren sollten und dann kam das, da ging das alles los und ja, also schon auch durch die Sehbehinderung dann als Hilfsmittel eigentlich die Kamera. Und jetzt ja nicht nur das, sondern auch als künstlerischer Ausdruck natürlich auch was mir sehr viel Spaß macht. Super. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, so wie jetzt, und muss mich richtig hier zusammenreißen. super, wirklich. Und ich meine, es sind jetzt ganz viele bekannte Gesichter. Der Klaus, der Daniel, die kennen deine Bilder alle schon. Aber wer deine Bilder und dich noch nicht kennt, unbedingt. Du hast auch eine Homepage, unbedingt genau. Da vorbeischauen. Unfassbar, wirklich unfassbar. Vielen Dank. Meine Mama ist auch da, habe ich gerade gesehen. Sehr schön, oh. Viele Grüße. Wie heißt sie auf Instagram? F.Steinfeld 2018 heißt sie, aber ich weiß nicht, ob sie so aktiv ist, abseits von dieser Veranstaltung hier. Aber das ist schön. Schön, dass sie dabei ist. Super. Ganz toll. Ja, dann gehen wir ganz wie bitte? Ach, toll. Vielen Dank für die Einladung. Ganz toll. Schön, dass wir es machen können. Ja, doch, freut mich auch. Wir haben ja heute erstmal nur so ein bisschen Smalltalk über ein Buch. Aber im Hinterkopf ist immer noch was ganz Besonderes. Da verrat man nicht viel. Es wird auf jeden Fall noch was kommen von dir. Und das war in der ersten Woche, ich weiß nicht, ob es am ersten Tag war von meiner Selbstständigkeit, als ich mein neues Instagram-Profil gemacht habe.
Ich glaube, es war irgendwie am Abend oder den zweiten Abend war das, als wir darüber geschrieben haben. Und wenn das der Grund war, warum ich das hier alles mache, dann hat sich alles schon gelohnt. Ich war wirklich so weg, hin und weg. Also da wird noch was ganz Großes kommen. Du bist es Unfassbar. erlebt. Aber auf jeden Fall klingt für die Selbstständigkeit, ne? Wenn das so frisch ist, dann drücke ich die Daumen, dass da alles ja gut weitergeht. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Genau. Genau, um wieder ein bisschen so auf das Buchthema zu kommen. Was hat denn das Buch an sich für dich für eine Bedeutung und hängt es vielleicht auch mit deinem Studium zusammen? Ja, hängt es. Und zwar hat sich durch mein Studium auch die Faszination am Buch gebildet, sage ich mal, oder noch weiter herausgebildet, weil man ja so viele Möglichkeiten hat, die ich dann durch Studium kennengelernt habe, erst wie zum Beispiel mit dem Buchbinden unter anderem. Aber generell natürlich das analoge Medium mit dem Fühlen, mit dem Erlebnis auch vom Fühlen. Ja, was ganz, ganz spannend ist, was ja auch in der heutigen Zeit, sage ich mal, wo sehr viel digital ist, auch viel mit E-Books ist, man im analogen Buch viel mehr Möglichkeiten hat, gerade auch jetzt aus meiner Sicht Dinge zu gestalten, auch typografisch zum Beispiel mit Schrift, verschiedene spezielle Sachen besonders leserlich zu machen zum Beispiel. Oder besonders, ich sage jetzt auch mal, schön zu gestalten im Vergleich zum E-Book, weil man da ja beim E-Book, ich sag mal, man hat eine Liste von meinetwegen 6 Schriftarten, die man auswählen kann, das war's, aber Gestaltung ist ja noch mehr und das kann man gerade im analogen Buch auch so rausarbeiten und das ist natürlich ganz, was ganz, ganz Tolles, was sehr, sehr schön ist an dem Medium-Buch und ich glaube auch wieder so, was meinem Gefühl aufflammt als Medium, auch wenn es ja zwischendurch hieß, das Buch sei tot, das Analoge, aber ich glaube nicht, ich glaube, dass das jetzt wieder wird und noch mehr kommt, auch das zu schätzen mit dem Vergleich zum Digitalen, dass man weiß, jetzt auch merkt, man kann was anfühlen an Seiten, hat da ein haptisches Gefühl zusätzlich. Nicht ein Bildschirm, auf dem man rumtippst, was man sowieso schon den ganzen Tag macht, sondern da richtig Papier, was strukturiert ist, marmoriert ist zum Beispiel. Und wirklich was ein ganz, ganz tolles Medium als Buch, wo ich da auch mit der Faszination auch reingerutscht bin durchs Studium. Einfach weil das wir ja auch mit kennengelernt haben. Und ja, da kam die Faszination dann auf. Sehr gut, sehr gut. Nein, und das ist tatsächlich, ich meine, ich als Buchbinderin habe so das eine oder andere mit Büchern zu tun, aber das, was du sagst, dass ein Buch einfach, also warum liest man ein Buch, warum hat man ein Buch? Weil man was wissen will, was da drin steht, oder ist tatsächlich mehr und sage, ich nehme es in die Hand und dann fühle ich erstmal, wie fühlt sich das an? Ist das schwer? Ist das groß? Kann ich, weiß ich nicht, lassen die Seiten sich gut umblättern oder was auch immer. Also es ist einfach so ein Gefühl, das man hat. Und es sind halt zwei verschiedene Teile. Einmal das, was im Buch drinsteht und was aus dem Buch außerhalb ist. Ja, auf jeden Fall. Ich lese auch ganz viel Begeisterung zum Buch im Chat, zum Beispiel von Daniel, der auch schreibt, der guckt sich gerne, ich glaube, Bildbände, meinst du, ne? Mit Fotos im Buch an. Natürlich auch ganz spannend, ne? Auch wirkt ja nochmal ganz anders, wenn man auch Fotos druckt. Wir sind ja auch beide Fotografen, von daher vielleicht auch noch ein spannender Nebenaspekt, wenn man da was drucken kann und dadurch auch eine, ich finde es auch, dass man dadurch häufiger Bilder anguckt, wenn man was im Schrank stehen hat zum Beispiel ein Buch, dann denkt man, ach, jetzt blätter ich mal wieder was durch. Was man vielleicht digital, so kurz wie die Aufmerksamkeitsspanne ist heutzutage, dann, wenn man digital mal kurz ein Bild anguckt, 5 Sekunden vielleicht maximal, dann ist es wieder weg. Aber im analogen Buch hat es ja auch was, was einen wieder das auch vor Augen führt und ins Gedächtnis ruft, wie schön auch die Bilder zum Beispiel sind, die da drin gedruckt sind. Das stimmt, ja. Der Daniel sagt gerade, er liest auch lieber ein analoges Buch als ein digitales. Wie ist denn das bei dir? Also was liest du lieber und was ist für dich jetzt aufgrund vielleicht deines Sehens besser oder was passt da für dich besser? Also natürlich ist es schon vielleicht als großer Unterschied erstmal vorab, ist es ja im Digitalen einfach was zu vergrößern, indem man zum Beispiel Steuerung, Command Plus drückt. Im Vergleich zum Buch, da ist es erstmal eine feste Größe. Dadurch hat natürlich das E-Book schon auch einen Vorteil, für mich jetzt das zu erkennen,
Ich lese trotzdem auch sehr gern, eigentlich tatsächlich beides. Kommt ein bisschen drauf an, was ich vielleicht rausarbeite. Wenn ich jetzt weiß, es ist total genial gestaltet, dann will ich natürlich das nicht im E-Book mitbekommen, weil da bekomme ich es nicht mit, sondern dann im gedruckten und da auch richtig das Erlebnis nachempfinden, was ja dann der Gestalter, der Buchbinder, alle da, die daran gearbeitet haben, da erschaffen haben. Und ja, natürlich ist auch so ein Aspekt mit dem Erkennen für mich im Digitalen, mit dem E-Book, aber ich höre tatsächlich auch viele Hörbücher, weil das nochmal einfacher ist für mich dann zu, gerade wenn es nur um Inhalt geht, sage ich mal, dann um das zu erfassen. Das ist auf jeden Fall was ich mache. Und ansonsten, wir wollten ja generell auch drüber reden, ne, über Barrierefreiheit und Buch und was mir da sehr schwer fällt, zum Beispiel, wortwörtlich sogar, wenn Bücher schwer sind. Weil das ist so, ich muss auch alles ganz nah rannehmen, damit ich das auch größer sehe. Nicht, weil ich in der Nähe scharf sehe, aber weil ich einfach größer sehe damit. Ich kann auch mal gucken, ich finde bestimmt irgendeine Brille, die ich hier habe. Hier zum Beispiel meine 8-Dioptrien-Brille. Und wenn ich die aufsetze und ich gucke jetzt mal auf die Distanz, ungefähr so ist es scharf. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht, sieht man meine Hand jetzt, genau meine Hand. Ja, jetzt sieht man es ja. Das heißt, ich habe ein Buch, wenn das ist ungefähr so, beziehungsweise bei großem Text, nehme ich die 8-Dioptrien-Brille, bei kleinem Text nehme ich 20 Dioptrien, da habe ich dann ungefähr ja, so einen Abstand. Und das ist natürlich, wenn ich dann ein schweres Buch habe, was ich die ganze Zeit hochheben muss, anstrengend. Einfach. Es ist eigentlich komisch, dass das dann daran hängt. Aber es ist schon so, dass dann gerade dicke Bücher, schwere Bücher, die man vielleicht auf dem Tisch liest, damit schon auf lange Sicht oder auf lange Dauer das zu lesen, das sehr schwer macht. Und ich dann auch noch, wenn ich das hochhebe, dann schwitze ich auch noch ganz viel und dann will ich nicht, dass alles ins Buch tropft, das wäre ja auch blöd. Von daher ist es schon auch ein Punkt, der das für mich erschwert, wenn ein Buch schwer ist. Und das eigentlich als, sag ich mal, mit als größten Punkt für mich in der aktiven, im aktiven Leseverhalten. Ansonsten ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn die Schriftgröße kleiner ist, dann auch einfach stärkere Brillen nehme. Ich profitiere schon auch von größerer Schrift, aber im Grunde genommen kann ich auch kleine Schrift lesen, indem ich einfach zum Beispiel 20 Dioptrien, ist ja jetzt nicht so wenig, dann einfach raufsetze und dann ist es einfach riesig und dann ist es auch groß genug, damit ich es erkennen kann. Ja, aber jetzt habe ich Okay. dich gar nicht zu Wort kommen lassen. Nein, alles gut. Also, wie gesagt, das finde ich super, dass es da Möglichkeiten gibt. Und wenn man auf sowas vielleicht achtet, oder, beziehungsweise ich glaube, dass viele Leute es ja einfach gar nicht daran denken. Und wenn man das weiß und sich darauf dann einstellen kann und sagt, dann machen wir halt 10 Seiten mehr rein und machen dafür die Schrift größer. Also ich weiß, dass es bei bestimmten Verlagen so Großdruckexemplare gibt. Ja, ich habe noch welche zu Hause, Genau. ja. Das ist dann einfach ein bisschen größer im Format und ein bisschen mehr Umfang, aber weil halt einfach dann weniger Zeichen auf eine Seite passen, aber dafür halt dann größer geschrieben sind. Ist ja zum Teil auch so ein Kostenpunkt, dass man sagt, man macht die Schrift vielleicht kleiner, weil es dann günstiger ist. Man macht den Steg, also den Rand, den weißen Rand drumherum, macht man auch kleiner, weil einfach mehr Text drauf passt. Ist dann auch irgendwie ein Kostenpunkt, wenn man, sage ich mal, dann durch die Seitenanzahl vierteln kann. Nee, nicht vierteln, aber halt weniger machen kann. Ja, genau. So. Aber ich habe gerade gesehen, dass Dörte hier ist. Du hast ja heute Geburtstag, Dörte. Da müssen wir auch noch ein Musikstück vollbringen, auf jeden Fall. Zumindest Genau. ich. Wenn du willst, Jule, dann darfst du gerne auch mit singen oder was willst du machen? Ich Ach weiß so, gar ich nicht, ob hätte du. jetzt einfach nur ganz herzlich gratuliert. Aber sie hatte das Ständchen schon bekommen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier singen. Also ich zumindest. Also ich würde auf jeden Fall singen. Und ja, das kann ich ja gleich starten eigentlich, wenn es schon Aber du jetzt. singst mega gut. Ach so, das ist lieb von dir, danke. Stimmt, du hast es ja Ja, du gehört. warst auch. Ja, genau. Und für Ullas Geburtstag, das war übrigens der Hammer. Da hast du Vielen mich Dank. übrigens wieder von den Socken kaut. Danke dir. Nee, Oh also Gott. alles Gute dir zum Geburtstag. Ja.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Dörte, Happy Birthday to you. Mega, ach ja, genau, Justus, du bist krass, das stimmt, du bist sensationell, da fällt mir mal nichts mehr ein bei dem Justus, wirklich. So cool. Danke. Aber oh, auch Gott. Ganz lieb, dass du da bist, ne, Dörte? Das ist ganz, ganz toll, dass du deine wertvolle Geburtstagszeit opferst für uns. Ich hoffe auf jeden Fall, du hast ein schönes neues Lebensjahr mit ganz viel Glück, Gesundheit, allem, was du brauchen kannst, Sport und ja, ganz eine schöne Zeit. Das ist super. Das wünschen wir dir auf jeden Fall alle. Und ja, schön, dass du tatsächlich mit uns feierst. Vielen, vielen Dank. Ich finde auch noch irgendwas nee, ich glaube nicht. Ich hatte noch irgendeinen Partyhut, aber der liegt ja leider gerade nicht rum. Tja, dann ein imaginärer, musst du dir vorstellen. Sehr gut. tja, nee, aber vielen Dank auch Daniel für deinen lieben Kommentar. Schön. Genau, nochmal, um drauf zurückzukommen, der Daniel hat vorher geschrieben, wie das mit dem Licht ist, quasi, ob du dir dann das Licht wegnimmst, wenn man das Buch so nah hinhalten muss, oder gibt es da irgendwie spezielle Leselampen, oder irgendwie gibt es da ein Hilfsmittel, wie man das dann besser gestalten kann? Das hängt eher an der Lichtrichtung tatsächlich. Es ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich muss halt das Licht so, ich sag mal, setzen, dass das von hinten kommt und irgendwie an meinem Kopf vorbeikommt. Also ist halt eher die Position der Lampe, als dann meinetwegen Licht in der Brille nutze ich jetzt nicht. Aber es geht schon. Es ist eigentlich, na, ich lese schon langsamer, als man, wenn man nicht sehbehindert ist, das schon. Aber trotzdem gern. Und ist ja auch, finde ich, so ein Abschalten, eigentlich so ein, wenn man das Digitale weglegt, vielleicht auch noch mehr als beim E-Book, wenn man dann Handy nicht dauernd hat, nicht mit Benachrichtigungen und irgendwas, was noch reinkommt, sondern auch viel Zeit für sich hat mit dem Lesen, mit dem analogen Lesen, ist auch ein schöner Punkt, dann zusätzlich zu einem Gestalterischen, was da möglich ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also kann man am E-Book, Andi, ich habe leider nicht sowas, aber kommen da Benachrichtigungen, also ist es wie so ein Telefon oder ist es quasi tatsächlich nur ein zum Lesen? Ich glaube, es gibt verschiedene. Also ich habe einen schon ganz lange, bestimmt 8 Jahre, 7 Jahre, da gibt es keine Benachrichtigung. Aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem angenehmer tatsächlich. Also unabhängig davon, ob es jetzt auch Benachrichtigungen dann meinetwegen nicht gibt, da finde ich es trotzdem nochmal, ohne das Digitale zu haben, ohne die Bildschirmbeleuchtung zum Beispiel, ohne diesen auch digitalen Flair vielleicht auch, ist es schon nochmal eine andere Entspannung zu lesen und ein anderes Abschalten, anderes auch für sich Zeit nehmen, finde ich. Ja, das stimmt, super. Gibt es denn ein Lieblingsbuch von dir? Oh ja, sogar zwei. Ich habe es leider nicht hier, aber es sind zwei Bücher. Eins ist von Christoph Niemann, vielleicht kennt ihr ihn jemand. Das ist ein ganz toller Illustrator. Das ist The Paper. Da geht es sogar auch um ein buchähnliches Medium, um eine Zeitung oder um die Zeitung. Sogar ohne Text. Auch ein Bilderbuch, Daniel. Also vielleicht auch was für dich. Aber es ist wirklich toll, weil es auch also über die Illustrationen, also durchgängig von vorn bis hinten Illustrationen sind und da auch mit den, zum Beispiel den Umblättern spielt oder den, also er ist sowieso ganz genial, von daher ist das eigentlich ohne Frage, dass das Buch gut ist, aber es ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsbücher. Daher könntest du mal googeln, ich schreibe es mal rein. Ja, gerne. Nicht wundern, das ist mein Test-Account, mit dem ich hier gerade eure Kommentare lese und von dem jetzt auch der Kommentar gekommen ist, mit dem Buchtitel. Ja, das kann man nicht für beides, das habe ich auch schon festgestellt. Der Josef schreibt auf jeden Fall, dass er Geld in den Hut wirft für den Gesang. Das ist doch schon mal super, dann reißen wir auf jeden Fall eine Party ab beim Community-Treffen. Oh ja. Im September. Ja, auf jeden Fall. Oh ja, aber das zweite Lieblingsbuch ist Herzblatt, heißt das, von Helga Latendorf.
Das ist die Mutter von Christiane Latendorf. Sie ist, also Christiane Latendorf ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin, auch Freundin von mir, die unglaublich schöne Scherenschnitte macht. Die müsst ihr auch unbedingt mal googeln. Ich schreibe euch da mal rein. Aha. Und da hat die Mutter Gedichte geschrieben, die Tochter, also Christiane Latendorf, hat die illustriert. Und daraus ist ein ganz, ganz einfühlsamer, schönes Buch geworden, was auch auf jeden Fall eines meiner Lieblingsbücher ist. Ganz, ganz unglaublich. Auch sie als Künstlerin also macht ganz einfühlsame Bilder. Ich kann ja auch mal eigentlich, wenn ich jetzt hier schon zwei Bildschirme habe, noch wo ich auch gerade eure Kommentare lese, kann ich ja mal bei Google eingeben, Christiane Latendorf. Dann mal gucken, ob ich auch Kunst von ihr hier finde. Aber auf jeden Fall hier ist ein Bild zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber Ah ja. zum Beispiel die Hand und Also das ist Rücken. dann sehr gut. Das ist dann ein Bildband oder auch Das ist Text oder ein gemischt? Gedichtband. Das ist ein Gedichtband. Ah, okay. Ich schreibe es auch gleich nochmal rein. Ein Wow. Gedichtband mit den Gedichten von ihrer Mutter und den Illustrationen von ihr. Also auch Ach, wie ganz schön. was Persönliches und auch wirklich was, also sie ist ja wirklich auch unglaublich mit dem, wie sie illustriert und künstlerisch schafft und da gestaltet. Da bin ich auch mal ganz beeindruckt und ganz, ganz, ganz liebe Person. Okay, also ihr kennt euch persönlich? Wir kennen uns persönlich, ja. Sie ist aus Cool. Dresden auch. Und, Ach, ich habe auch mal ihr cool. Kuchen genommen, mal tatsächlich. Also sie ist ganz, ganz freundlich. Und ja, da ist es auch. Ach, so ein schönes Buch, auch in dem Zusammenhang natürlich, wenn ich sie persönlich kenne. Aber ich würde sagen, definitiv, generell. Auch das ist allein schon die Gedichte, aber auch die Illustration. Naja, ihr könnt ja mal googeln. Ich schreibe es euch rein. Ja, Klaus, ne? Tolle Bilder. Ist richtig schön, ne? Von Ja, dir. das stimmt. Ja, das muss man auf jeden Fall mal verfolgen. Die Dörte hat vorher noch kurz geschrieben, wenn ich das richtig gelesen habe, ob du dir auch digital was vorlesen lässt. Ich glaube, es gibt so ein Gerät, ich habe das mal in der Bibliothek gesehen, da kann man quasi das Buch drunter legen und das wird dann irgendwie so abgescannt und dann vorgelesen, wenn ich mich da richtig erinnere. Machst du sowas auch? Ich habe das probiert. Aber eigentlich fand ich das nicht so richtig zufriedenstellend für E-Books, jetzt das vorzulesen. Beziehungsweise habe noch keinen perfekten Weg gefunden. Ich habe halt, man kann sich ja auf dem Handy Texte vorlesen lassen, die angezeigt werden. Und darüber habe ich dann im E-Reader auch vorgelesen. Aber das ist ein bisschen mühsam und irgendwie nicht so richtig, ich sag mal, praktisch oder nicht so richtig gut, dass man sich da am Stück vorlesen lässt, muss man dauernd weitertippen zum Beispiel. Deswegen mache ich das eigentlich nicht so richtig. Generell kann ich aber auch eigentlich was erzählen. Das ist, finde ich, schon auch was. Ich fand es sehr, sehr ein spannendes Erlebnis mit vorlesen lassen auf dem Handy. Ich mache ja ganz viel digitale Barrierefreiheit auf Arbeit. Können wir auch nochmal drüber reden. Wollten wir auch, glaube ich, über das Studium und ich fange gleich mal mit dem Studium an. Ich studiere ja Mediendesign und das dual. Das heißt, ich arbeite immer die Hälfte der Zeit, immer 3 Monate und bin dann die anderen 3 Monate immer an der Uni. Und in der Arbeitszeit, also in den 3 Monaten, wo ich in Dresden arbeite, da haben wir in der Firma ganz viel zu tun mit Barrierefreiheitsumsetzung. Und für viele Behörden haben wir da, die jetzt schon auch gesetzlich verpflichtet sind, barrierefrei zu sein, haben wir Webseiten, die wir gestalten und barrierefrei machen. Und da ist es so, dass ich in dem Zusammenhang auch den sogenannten Screenreader, also ein Vorleseprogramm als Hilfsmittel auf dem Handy ist das, dass ich das auch nutze und genutzt habe dafür, um einfach auch unsere Webseiten zu testen, um zu gucken, funktioniert alles und klappt alles, wird alles ausgelesen. Und da war es auch so ein bisschen ein, ich sag mal, Erweckungsmoment für mich, zu wahrzunehmen auf dem Handy, wenn ich die Augen zu habe, den Bildschirm auch schwarz habe, damit ich wirklich auch, sag ich mal, testen kann richtig, ob das funktioniert. Zu wissen, wie das ist, nicht angestrengt zu sein beim Sehen, tatsächlich. Es klingt vielleicht ein bisschen Ah, komisch, okay. aber ich kannte das wirklich nicht anders. Ich bin ja von Geburt an sehbehindert.
Und habe immer ja so gesehen, deswegen kenne ich eigentlich nicht anders, dass ich an Augen angestrengt bin, wenn ich sehe. Nicht, dass ich dann da, also ich arbeite auch ganz normal, das ist kein Problem, aber das Gefühl, sage ich mal, kenne ich nicht anders. Und die Augen zuzuhaben und zu wissen, was trotzdem auf dem Bildschirm erscheint, als Gefühl zu wissen damit, wie es jemandem geht, der nicht angestrengt ist über den Tag, sage ich mal, mit Sehen, fand ich wirklich interessant und wirklich auch ein Erlebnis für mich ein wichtiges, weil das auch spannend ist, für mich nachzuempfinden, wie jemand, sage ich mal, normal sieht, weil ich das ja auch nicht kenne. Also ich habe ja nie normal gesehen, nie vorher gesehen, von daher ist das, finde ich, schon auch ein spannendes Erlebnis gewesen. Das vielleicht noch zum Vorlesen, wo mir es gerade eingefallen ist, wo du gefragt hast, aber mit E-Books. Die lese ich nicht vor tatsächlich, beziehungsweise dann halt Hörbücher, wenn das da ist. Das sehr, sehr oft. Aber ja, das ist, fand ich bisher sehr unpraktisch. Ich suche eigentlich auch noch eine Lösung, die da irgendwie funktioniert, aber bisher, ja, ich nutze halt eigentlich beides tatsächlich. Also E-Reader und analog, je nachdem, welches Buch, zum Teil auch, was ich da habe, sag ich mal, ist auch ein bisschen so, also wenn ich jetzt, ist blöd gesagt, aber ist einfach auch so, wenn ich dann ein analoges Buch da habe, was ich mal wegen irgendwo ausleihen konnte oder so, dann kaufe ich mir jetzt auch kein E-Book dazu. Aber, ja, aber ich meine, wie gesagt, es hat ja auch große Vorteile, dass das analoge Buch, dass das ja auch ganz, ganz ein schönes Medium ist, ganz ein spannendes, auch vielseitigeres als ein E-Book, unabhängig von dem Lesen können natürlich auch so viel bietet. Und Ja, das stimmt, ja. Nee, und es ist auch vorher, ich weiß gar nicht mehr, wer es gerade geschrieben hat, auch wenn man ein Buch dann ja, auspackt und wie das dann riecht und ja, eben dann mal einfach nur so durchblättert und alles, tja, das gibt es natürlich digital halt nicht. Also, das ist ganz klar. Also, da geht es halt tatsächlich nur um den Inhalt und sonst geht es halt auch um die Form, um das Aussehen, um das Fühlen, ja, eigentlich um die Gefühle da drumherum. ist aber schon auch eigentlich, sag ich mal, nur den Inhalt insofern schwierig zu sagen, weil aus der Gestaltungssicht will ich ja immer den Inhalt unterstützen, den Inhalt auch stützen insofern, dass ich jetzt gestalte und damit dann meinetwegen mit der Schriftauswahl dann das lesbar mache, das Gefühl auch rüberbringe, was auch Inhalt ist, der, finde ich, verloren geht beim E-Book tatsächlich. Also ich meine, es ist ja immer die Frage, was wer lieber mag, ne? Aber ist schon auch ein Punkt, der einfach nicht gestaltet werden kann beim E-Book. Und da ist es auch viel gestalterische, ich sage jetzt auch mal Notwendigkeit beim Buch auch da Inhalt zu transportieren, den Inhalt, der da ist, vielleicht sogar auch ein Stück weit zu interpretieren und auf jeden Fall zu stützen und zu transportieren damit. Aber ich finde schon allein ja unglaublich, auch durch Studium habe ich ja auch gelernt, was es für Bindungen gibt und spannende Bindungen auch gesehen, ganz, ganz tolle, die mir vorher auch gar nicht so klar waren. Also da gibt es ja auch wirklich unglaublich viel. Ich meine, du weißt es ja viel, viel besser als ich, aber es ist ja wirklich auch ein weites Feld, was auch so viele Möglichkeiten bietet, nochmal, um neue Erlebnisse im Buch zu schaffen. Ja, das stimmt tatsächlich. Es geht auch nicht immer nur um, also klar, es gibt verschiedene Bindearten und man kann hier und da was machen, aber man kann einfach wir haben mal ein Buch gemacht, da war irgendwie so wie so ein Kunstrasen, der Einband und jeder hat irgendwie so, was ein Buch? Und ich meine, da steht halt einfach ein Buch, das aussieht wie Teppich oder wie Gras, so wie Rasen. Und das sind halt einfach so Sachen, wo es eben halt nicht nur darum geht und sagt, wie sieht denn das aus? Und man nimmt es dann, jeder ging hin und nimmt es in die Hand und streicht mal so mit dem Finger drüber. Oder wenn man ein ganz hochwertiges Leder, also ein Leder eingebundenes Buch oder so hat. Also da, ja, als Kind sagt man, oder zu den Kindern sagt man schaut nicht mit den Fingern, aber doch genau das macht man. Und wie oft macht man das und geht mal hin oder man läuft irgendwie wo vorbei und man muss das mal so anfassen. Warum? Also da merkt man doch schon, dass das viel mehr ist, wie zu sagen, ich gucke einfach nur oder ich lese das einfach nur. Ja, auf jeden Fall. So ist es ja. Genau. Ja. Ja, schön. Deswegen. Ja, super.
Gibt es noch, ich habe ab und zu mal ein bisschen so die Fragen oder die Kommentare mitgelesen. Ich muss immer gestehen, ich kann einfach nicht lesen und zuhören gleichzeitig. Deswegen, gibt es noch irgendwelche Fragen oder beziehungsweise hast du noch irgendwie Fragen oder möchtest du gerne noch was dazu erzählen? Ja, eigentlich schon. nee, Ja, los. wir hatten ja auch gesprochen über das Thema Barrierefreiheit im Buch und da will ich auf jeden Fall noch was loswerden, nämlich eine Schrift empfehlen. Die ist speziell designt für Sehbehinderte und blinde Personen. Das heißt, die kann besonders gut unterschieden werden für den einzelnen Buchstaben. Zum Beispiel das I und das L unterscheiden sich sehr gut oder zum Beispiel RN und M ist so eine Buchstabenkombination, die oft verwechselt wird. Und da geht es um Leserlichkeit auch generell. Es hilft eigentlich auch tatsächlich vielen Barrierefreiheit. Zum Beispiel ja, brauchen ja auch viele Menschen eine Brille, sag ich mal. Und das ist ja einfacher, wenn man die nicht extra aufsetzen muss und was lesen will, weil es einfach schon so leserlich ist. Als Beispiel, wenn es auch damit barrierefreier ist. Also es ist eigentlich immer auch spannend, das finde ich, Barrierefreiheit. Ich mache noch ein anderes Beispiel. Wenn man einen Kinderwagen hat und damit rollstuhlgerechte Eingänge auch benutzen kann, hilft es ja auch sehr viel, obwohl man jetzt nicht behindert ist. Oder die Sprachausgabe oder Sprachbefehle gibt es ja auch ganz viele. Vorhin habe ich es gehört bei euch, bei Ulla, habt ihr ja auch genutzt. Es ist ja auch was, was aus der Barrierefreiheit kommt und da dadurch entwickelt wurde, dass auch Personen dann das nutzen können, die zum Beispiel nicht tippen können, die die Hände vielleicht nicht benutzen können. Und das ist natürlich zum einen innovativ, auch Möglichkeiten bietet und zum anderen auch alle davon profitieren, dass da das barrierefreier wird. Oder im Digitalen zum Beispiel, ich kann jetzt noch weitermachen, ne, mit Beispielen, dass Webseiten sauberer gebaut sind, wenn die barrierefrei sind, dass die strukturierter sind, dass die Programmierung, ich sag jetzt mal, technisch besser ist, wenn es barrierefrei umgesetzt ist. Das sind schon alles Dinge, die eigentlich auch, wo wir profitieren. Natürlich im Buch auch, um darauf zurückzukommen, Kontraste generell sind, was natürlich wichtig ist, dass die eingehalten werden. Zum Beispiel jetzt ist es unschön, wenn man gelb auf weiß oder sowas hat. Kann man auch messen, zum Beispiel hat man so Kontrastverhältnisse, wo man da gucken kann, ist ein Schwellenwert 4,1 zu 4,5 zu 1. Gibt es auch so Color Contrast Checker online. Da ja, ist eigentlich ein wichtiges Thema, wo man auch darauf achten sollte, wenn man Bücher macht, dass man jetzt nicht ganz, ganz unleserlich, sage ich mal, gestaltet. Natürlich eigentlich für alle, aber für uns Sehbehinderte noch mehr. Also ja, hilft allen zum Und Beispiel. das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ja, also ich würde jetzt sagen, man denkt da vielleicht gar nicht dran, aber man weiß es einfach nicht. Also wenn man jetzt sich nicht damit, sag ich mal, auseinandersetzt oder nicht das Problem hat, dann sagt man ja, wieso ist es, was ist da, also, was ist das Problem? Aber ja, wenn du sagst, gelb auf weiß, also das sieht niemand einfach. Und das ist, ja, das macht man einfach nicht. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht Zufall, dass man schwarz auf weiß druckt. Also das ist tatsächlich der Sieht man es Fall. auch Und manchmal, ne? Es gibt ja auch, also ja. gelb auf weiß. Wenn jemand besonders künstlerisch sein will, dann denkt er jetzt gelb auf weiß. Gibt es ja schon, also Ja. ja, ich, leider. Ja, genau. Ja, also deswegen, wenn man das weiß, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das einfach so verbreitet und das ja, den Leuten irgendwie klar macht, dass man, ja, ich weiß, wenn man jetzt ein spezielles Buch über die Sonne macht, dann macht es vielleicht Sinn, was Gelbes zu machen. Aber wenn man das halt nicht macht und es ist vielleicht nicht relevant, dass man unbedingt Gelb braucht oder man kann andere Wege dafür finden, dann muss man das eben wissen, dass man sagt, okay, ich brauche einen hohen Kontrast, ich brauche eine größere Schrift, ich brauche das. Also das, wenn man es einfach nicht weiß und wenn man das einfach weiterbringt und weitererzählt, dann macht es total Sinn. Also das finde ich mega spannend und da muss man auf jeden Fall alles dafür tun, dass man es das weitererzählt. Naja, also du weißt ja auch mit Gelb, zum Beispiel bei der Sonne, es gibt ja die Möglichkeit, Gelb zu drucken, wenn man zum Beispiel Schwarz im Hintergrund macht oder Blau oder irgendwas, was dunkler ist vielleicht als Farbe, als, sag ich mal, Weiß. Da
gibt es ja Möglichkeiten. Und Genau. schließt jetzt die Farbe nicht aus, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, auf den Kontrast zu achten und da gerade einfach auch, wie gesagt, ja für alle, ne? Also, dass auch alle das lesen können, nicht nur Sehbehinderte, aber das ist natürlich nochmal auch wichtig für die. Meine Mama hat gerade gefragt, wie die Schrift heißt. Ich poste es fix nochmal rein. Und zwar heißt die Ja. Erkennung Hyperlegible. Ja, aber ach, war richtig schön, toll. Du machst ja immer so 35 Minuten, ne? Das ist eigentlich jetzt schon total schade. Deswegen, hier können wir bis morgen reden. Alles gut. Aber Open Ends, allerdings na habe ich dann. tatsächlich noch einen Auftrag. Es muss nämlich noch gegrillt werden. Den habe ich extra gewartet. Die haben gewartet, oh nein. Ich habe gedacht, ob du jetzt dazwischen noch grillst, ob du jetzt gerade begonnen Nein, hast so oder so. nein. Oh, das, dann müssen die, sind die noch hungrig? Oh je, ne? Dann müssen wir das auf jeden Fall das nächste Mal fortführen und dann leider schon beenden. Also ich bin sicher, sie sind immer noch hungrig und die warten das sehr gerne. aber wir werden das auf jeden Fall fortführen, weil, wie gesagt, da kommt ja noch was. Und auf jeden Fall dabei bleiben und den Justus auschecken. Auch die Homepage, vielleicht kannst du die noch mal reinschreiben. Ich habe die nämlich auch angeguckt. Sensationell mal wieder. So wie alles Super. andere. Unbedingt Alles gut. vorbeischauen und ja, man kann einfach nur staunen und lernen von dir. Das ist mega und ich freue mich so, dich in Live, also Real Life zu sehen und ich bin mir sicher, wir werden da auf jeden Fall sehr lang quatschen und mit den ganzen Lieben, die hier auch mit dabei sind. Ganz, ganz vielen Dank. Genau, das Also wird auf jeden vielen Fall herzlichen mega. Dank. Freut mich sehr, dass dir es gefällt. Ja, es ist wirklich spannend, was wir noch vorhaben im Livestream, finde ich auch. Also wir haben ja jetzt noch einen geplant mit uns zusammen. bei dir jetzt hier auf Buch Jule, dem Instagram-Account. Und ja, wir verraten noch nichts, ne? Das hast du schon so angeteasert, dachte ich schon, oh, du baust jetzt Spannung auf, aber das soll bleiben, ne? Nee, das ist, denke ich, wirklich was. Ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Mehr würde ich Wirklich, nicht verraten. wirklich, wirklich. Obergenial. Aber wie gesagt, wie alles, was aus dir kommt oder von deinen Ideen und dein Machen und dein Tun und wirklich unfassbar, wirklich. Und da fehlen mir die Worte einfach, wirklich. Egal, was du da machst, ist mega. Vielen Dank. Tja, aber jetzt wollen wir es Ja. nicht weiter übrig lassen, deine ja, Ulla und Basti und so. Und Alles viele gut. Grüße auch an die, an Thorsten und ja, die ganzen. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Und wie gesagt, wir waren sicher nicht das letzte Mal hier live und jederzeit wieder. Und ja, was da kommen wird, werdet ihr dann sehen. Und ja, vielen Dank für das Gespräch heute. Danke dir. Und auf jeden Fall bis ganz bald. Und alles Gute noch. Dir auch, bis bald. Schön. Dann vielen lieben Einen Dank für schönen die Abend noch. Einladung. Und Genau, einen der tollen Mounty sagt Abend. auch schönen Abend. Dürfte dir auch Genau, einen und schönen wir Abend. Liebe sehen uns Grüße dann an alle bald. Schönsten. Richtig schönen Und liebe Geburtstagsabend, ja. Grüße an Paschke-Pix nochmal. An die liebe Dirty, die jetzt hoffentlich noch weiter feiert. Vielen Dank, Sibylle und Shadow. Das ist lieb. Und Josef, du bist auch da. Toll, vielen Dank. Tschüss. Genau. Bye bye. Danke fürs Bye Zuschauen bye. und für einen tollen Abend. Dann tschüssi und jetzt guten Hunger. Haben wir. Dankeschön. Bye Tschüss. bye.